Ich zeige dir heute, woran du gefälschte E-Shishas, E-Zigaretten erkennst. Bleib dran! Hallo, Freunde des guten Geschmacks! Herzlich willkommen bei Kontrolle ist besser, der Sendung mit dem Lebensmittelkontrolleur. Aber heute geht es nicht um Lebensmittel. Heute geht es um sowas: E-Shishas, E-Zigaretten. Und zwar, es geht um die gefälschten. Und ich erkläre euch heute, woran ihr gefälschte 11-Bars erkennt. Und wer schon öfters zugeschaut hat, der weiß, die Lebensmittelüberwachung ist nicht nur für Lebensmittel zuständig. Der Name ist falsch, es heißt Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände Überwachung. Außerdem überwachen wir Kosmetik und Tabakwaren. Und da sind wir wieder bei den Freunden. Und die sind eigentlich sogar eine Mischung zwischen Tabakware und Bedarfsgegenstand. Was ist ein Bedarfsgegenstand? Bedarfsgegenstand mit Schleimhautkontakt, Bedarfs- oder Hautkontakt, ja, zum Beispiel das Mundstück. Anderer Bedarfsgegenstand, ein T-Shirt, Socke, Handschuh, die Gabel, der Teller, Bedarfsgegenstände mit Lebensmittelkontakt. All das macht auch die Lebensmittelüberwachung. Katastrophe. Ja, und hier habe ich fünf verschiedene Produkte und eins davon ist ein echtes Produkt. Vier sind Plagiate. Plagiat, Plagiat. Das ist echt. Und wie immer, wo ein Markt ist, wird auch ordentlich gefälscht. Es gibt also einen riesigen Markt von gefälschten E-Shishas. Aller Marken übrigens. Und außer dem Plagiat werden bei diesen Produkten eben auch noch ganz viele andere Gesetze gebrochen. Und deswegen haben Lebensmittelkontrolleure in Köln seit einigen Monaten auch ein neues Hobby am Wochenende. Dann gehen wir schon mal sonntags auf den Flohmarkt. Und am Flohmarkt kann man allerlei finden. Schöne Sachen, alte Sachen, wunderbare Sachen und eben auch ganz viele E-Shishas. Es gibt ganz viele E-Shisha-Händler, die dort alle möglichen Marken, alle möglichen Produkte anbieten. Und die angebotenen Produkte können auch Originale sein. Sie können aber eben auch ein Plagiat sein. Wir werden auf den Flohmärkten immer fündig und beschlagnahmen dann auch direkt diese Produkte. Am besten ist es, wenn der Verantwortliche vor Ort am besten direkt unterschreibt, dass die Sachen vernichtet werden können. Dann ist es ein ganz einfaches Prozedere, ist damit einverstanden. Wir vernichten die Sache freundlicherweise für ihn. Und ja, solange das einmal passiert, ist es auch nicht weiter schlimm. Meistens passiert es wirklich aus Unwissenheit, zumindest den kleineren Händlern. Dann gibt es aber auch größere, die das wirklich gewerbsmäßig machen, die inzwischen auch wissen, was sie da verkaufen und es dann doch immer wieder versuchen. Da werden natürlich dann auch andere Maßnahmen ergriffen. Aber das hier ist zum Beispiel die Ausbeute von einem Sonntagvormittag auf einem Flohmarkt in Köln. Vor einigen Wochen haben wir alleine 50.000 Packungen gefälschter E-Shisha sichergestellt. Und ja, jede Aktion ist eigentlich auch ein Erfolg. Kioske wurden intensiv kontrolliert, nicht nur von der Lebensmittelüberwachung, auch vom Ordnungsamt. Und auch da ist die Rate der Händler, die noch gefälschte Produkte haben, schon geringer. Weil jeder wurde inzwischen mal kontrolliert, jedes Kiosk, und die Sache ist bekannt. In Kiosken waren es meist fliegende Händler, die vorbeikamen und sagten: Guck mal hier, willst du kaufen, machst den guten Preis. Und ja, es gibt dann höchstens meine Telefonnummer, die aber dann meistens auch nicht mehr vor Ort ist und ganz schwierig zu finden und ja, oder nicht mehr aktuell. Also die Verfolgung dann wirklich von den Händlern ist schwierig. Also die meisten Kioske, meisten sind inzwischen clean. Flohmärkte, man sollte sich überlegen, ob man auf Flohmärkten E-Shishas kauft oder in irgendwelchen Outlet-Centern. Im Prinzip gilt, wie immer, wie überall, wenn der Preis besonders gut ist, sollte man ein bisschen vorsichtig werden. Aber die Frage ist ja, woran erkenne ich denn ein gefälschtes Produkt? Hier sieht man zwei Produkte nebeneinander und das linke ist ein Original. Man sieht das linke Original, da ist der Produktname durchgehend relativ schmal geschrieben, während er bei der Fälschung etwas fetter ist und doch einen Abstand in der Mitte hat. Also auf die Schreibweise des Produktnamens achten. Dann haben wir die Züge. Das Original hat 600. Die Fälschungen, da werden meistens höhere Zahlen angegeben.
aber es gibt auch gefälschte 600er, gefälschte 2000er. Da versteckt sich auch schon ein nächstes Problem. Die Anzahl stimmt oft nicht. Hier eben Problem neben der Fälschung, dass der Kunde getäuscht wird. Weil es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt 600 Züge habe oder 1500 oder gar 2000. Ganz klar. Und wenn 2000 draufsteht, sollten auch 2000 drin sein. 2000 sind in Deutschland aber nicht zugelassen. Es dürfen dann höchstens 600 sein. Es gibt also 600 bis 800 Züge sind in Deutschland erlaubt. Dann haben wir als nächstes die Angabe des Nikotingehaltes. Hier dürfen es nicht mehr als 2% sein. Und hier ist es jetzt so, dass die Anlage bei den Plagiatsprodukten eben mehr als zweifelhaft ist. Hier könnte es dann eben auch wieder zu einer Täuschung des Kunden gekommen sein. Der nächste Punkt, der Warnhinweis. Und der Warnhinweis muss genau ein Drittel der Packungsgröße bedecken. Und es muss genau dieser Text sein, der auf dem Originalprodukt drauf ist. Und vor allen Dingen natürlich auch nichts in Englisch. Mit dem QR-Code soll man die Echtheit verifizieren können. Das wissen natürlich auch die Fälscher und packen natürlich auch QR-Codes auf ihre Produkte. Dort landet man aber nicht auf der Seite von Elfbar. Wenn es nicht die Seite elfbar.com ist, wenn es irgendeine andere Schreibweise dort dann gibt, dann bist du bei einer Fälschung gelandet. Und nachdem du dein Alter bestätigt hast, weil es ja um Tabakprodukt geht, landest du auf dieser Seite. Die Seite überprüft dann den Sicherheitscode. Und ja, hier kann man sehen, es ist natürlich hier schon öfters dann gescannt worden. Und bei den anderen QR-Codes landet man eben bei ganz komischen Seiten, die vielleicht ähnlich geschrieben sind, manchmal auch ganz anders. Da gibt es ganz, ganz viele. Also auch wenn du das Produkt scannst mit dem QR-Code, sei vorsichtig, auch da sind die Fälscher hinterher und können dich doch gut täuschen. Diese gefälschten Produkte können auch richtig gefährlich werden. Gefälschte E-Zigaretten sind auch schon explodiert. Und wenn dir sowas im Gesicht explodiert, ist wahrscheinlich nicht so toll. Er ist tot, Jim. Man weiß nicht, was drin ist, was man sich wirklich in die Lunge zieht. Man wird getäuscht wahrscheinlich über den Nikotingehalt, man wird getäuscht über die Zahl der Puffs. Es ist ein Steuervergehen. Hier ist es also ganz viel Potenzial drin. Und also ich möchte wirklich nicht empfehlen, so ein Produkt zu benutzen. Wirklich nicht. Hier jetzt noch eine Auswahl anderer Videos zum Thema Lebensmittelüberwachung, Lebensmittelsicherheit, Bedarfsgegenstände. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Lasst euch den Appetit nicht verderben und bis bald. Ciao, der Olli. Auf Wiedersehen, meine Herrschaften. Robin und ich müssen wieder unseren unerbittlichen Kampf gegen das Verbrechen aufnehmen.